Das war sehr schick gemacht. Hallo? Ist ja auch wieder eine eklige Spinne. Bitte nicht. Ja, geh wieder zu. Will ich nicht wieder hin. Ui, wo ist man denn jetzt? Hallo? Guten Tag, hallo? Gibt's hier was? Nö, kein Radio. Das funktioniert. Nur ein kaputtes. Hallo? Das ist ein komisches Geräusch. Ich lese. Das Bellen. Okay, das Bellen dauert jetzt schon gefühlt 2 Stunden an. Ich versuche mich zu verstecken, bis es stoppt. Aber ich habe das Gefühl, sie könnten mich jeden Moment finden. Wieder der gute Markus. Aber wenn sie dich finden können, muss ich mich jetzt auch verstecken? Bitte nicht. Okay, wir gehen mal weiter. Kann ich da rein? Nö. Ja? Auch nicht. Gut. Da sitzt der Typ schon wieder. Gehen gleich zu ihm. Hallo. Du hast einen super schicken Raum. Können wir mit dir reden? Tust du uns was? Hallo? Ich glaube, du sitzt da einfach nur. Gut, viel Spaß. Er sitzt da jetzt noch, oder? Ja. Nicht, dass der auf einmal weg ist. Hallo, hallo. Haben wir eigentlich? I don't have a flashlight. Schade, schade. Das sieht irgendwie nicht so schön aus. Muss ich jetzt durch? Hat doch irgendwas von Bellen gesagt. Sind hier jetzt irgendwelche Hunde? Ich sehe einen Schatten, da bellt was, aber... Hallo, Wuffi? Ich mag Hunde. Ich will dir nicht böse sein. Hier ist, glaube ich, nichts. Nicht bellen. Nicht beißen. Oh, hier ist irgendeiner in den Kopf. Gut. Hier auch. Kann ich da rein? Nö. Ah. Sehe, okay. Schnell hier durch. Nicht, dass doch ein Hund kommt. Okay, was nö? Okay, ich sehe schon. Sehe was. Das ist sehr unangenehm hier. Das ist echt auch unangenehm mit der Stille hier. Okay. Bin ich jetzt irgendwie fest, oder? Geht's? Jetzt wieder dieses Dröhnen. Ich habe heute eine Frau namens Zoe kennengelernt. Sie war normal wie ich. Sie schien nur ein bisschen verwirrt, so wie ich. Aber wir haben die gleiche Geschichte. Eine mysteriöse Tür ist erschienen und dann ist sie einfach durchgelaufen. Und sie ist hier unten geendet, sie endete hier unten, so wie ich. Wir trennten uns. Und wir haben nach irgendwas gesucht, das uns helfen könnte, einen Weg rauszufinden. Vielleicht können wir mehr Leute wie uns finden. Markus. Also ich wäre ja irgendwie sehr besorgt, wenn ich hier unten
auf einmal irgendwelche Leute kennenlernen würde. Hallo? Was war das? Zoe? Markus? Seid ihr das? Ja, hört auf damit. Unheimlich. Also, ich fände es sowieso merkwürdig. Okay, okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Oh mein Gott. Ist hier was? Nein. Ich dachte, er tut uns nichts. Er tut uns doch was. Ah, wo sind wir? Kommt der hinterher? Ich will es gar nicht wissen. Ah, Hilfe. Wo sind wir? Wo geht's hin? Lass mich. Der war nicht wirklich freundlich. Ah, wie gut es aussieht hier. Also, unabhängig von dem Typen, der da, glaube ich, hinter uns her ist. Sieht echt schick hier aus. Was? Oh mein Gott. Was bist du denn? Ein Riesenmensch? Bitte sei nur Deko. Was bist du denn? Okay, ist das ein Mensch? Was ist das? Hallo. Gut die Nase. Dutsch. Okay, ich geh mal wieder. Tschüss. Läuft bei dir. Oder eben nicht. Ciao, ciao, ich geh. Wo muss ich denn hin? Nö, hier auch nicht. Bin etwas verwirrt. Ich such mal, wo es weitergeht. Was ist das denn? Habe ich dich gerade eben übersehen? Oder? Komm ich von hier? Ich glaube, hier geht's lang. Oh doch, ich komme von hier. Ich habe den Typen einfach komplett übersehen. Gut, er zeigt uns die Richtung. Sehr nett. Ei, danke schön. Geradeaus, sagst du? Wieder zu dem Skelett. Wir gehen mal da lang. Irgendwo wird es ja wohl weitergehen. Ich hänge. Das Skelett ist hier. Ach, da vorne. Da geht's weiter. So. Huh. Hallo? Ah, da ist der Typ schon wieder. Wie ekelhaft er sich bewegt. Lass mich. Lass mich, lass mich. Das ist aber nicht von hier. Geht's hier lang? Bitte, bitte. Nochmal ein Brief. Das hat nicht funktioniert, dass wir uns getrennt haben, um Antworten zu finden. Als wir allein unterwegs waren, wurden wir beide attackiert bei einem großen, komischen Kreatur. Aber wir haben es geschafft, ihr zu entkommen. Aber wir sollten jetzt wohl besser zusammenbleiben, Markus. Alter, da rate ich euch auch, ey. Das ist ja ein ekelhafter Typ.